Ja, moin, Mahlzeit oder auch Abend. Tja, eigentlich habe ich hinter mir einige Filme, die ich gern mit euch jetzt besprochen hätte. Ich hatte auch schon einen in der Pipeline, aber ich war im Kino. Tja, Ready Player One, wie ihr unten lesen könnt. Und ja, es ist diesmal ein ganz klarer Spoiler-Talk, weil dieser Film sorgt für sehr gemischte, ja, ich sag jetzt mal, gemischte Wahrnehmung. Hallo Katze. Denn zum einen, ich kenne das Buch und selbst wenn man das Buch beiseite packt, hat der Film so seine Macken. Es wird natürlich massiv gehypt, weil der Film ein echtes Nostalgie-Ding ist. Es ist quasi Fanservice pur, dieser Film. Das Buch eigentlich auch, wenn man es genau nimmt. Also, wie gesagt, es ist ein Spoiler-Talk. Wer den Film noch nicht gesehen hat, bitte hier abschalten. Und ich denke mal, wir betrachten erstmal nur den Film, das Buch und den Film nehmen wir nachher. Also, ja, dystopische Zukunft. Wade Watts wird ein Held werden. Warum eigentlich? Was für Motivation hat dieser Kerl? Gut, seiner Tante geht es jetzt nicht unbedingt so prall, aber er hat einen Van, in dem sogar so ein Bewegungsfeld drin ist. Tja, wo er das Ding her hat? Und wo hat er die Oasis-Ausrüstung, wenn Geld so knapp ist? Ja, Fragen über Fragen. Also. Generell, wie gesagt, der Film ist Fanservice pur. Die Story ist minimal, um diesen ganzen Fanservice zusammenzubinden. Ziemlich cool gemacht zum Teil. Gerade im Mittelteil sind so einige Sachen drin, wo ich wirklich geklatscht hätte vor Freude, wenn ich es gedurft hätte in einem Kinosaal. Ich sag nur, der Meister, der sein Meisterwerk nicht liebt. Stan Kubrick, glaube ich, war es. Also, ihr wisst, was ich meine. Sehr, sehr cool gemacht. Teilweise richtig mitgegangen mit dem Ding. Sie haben die Quests interessant aufgebaut. Und ich muss sagen, gerade am Anfang, wir hatten King Kong, wir hatten den T-Rex aus Jurassic Park. Alter, wie geil. Hammer. Ja, und da kommen wir auch schon zu dem ersten Haken an der Sache. Nicht nur, dass es mich in den Wahnsinn treibt, das Weight Watts. Einfach nur, ja, will reich werden. Dabei emotional ist wie so ein Backfisch. Wohlgemerkt in der Pfanne, die noch nicht an ist. Also so ein Backfisch. So. Abgesehen davon, dass er in den Backofen gehört. Das ist Wade Watts. Ja. Emotionslos. Interessenlos. Einfach nur, will reich werden. Tja, der ist ja mal ein Held. Auch seine Freunde. Was für Motive außer reich werden? Ja, diese Charaktere sind auch so ein bisschen das Problem. Denn man kriegt sie einfach vorgeworfen, sie haben keine Persönlichkeit, sie laufen einfach mit, sie sind halt anwesend. Aber sie haben keinen wirklichen Hintergrund. Es kommt später zumindest so ein bisschen. Yay. Ich muss auch sagen, die Zeit in der Oasis ist das Interessanteste an der ganzen Sache. Die reale Welt ist so stinklangweilig, dass ich froh bin, dass es so kurz gefasst ist. Ja, da sind die Drohnen von IOI, ja, die Stacks, ja, eine Rebellion, von der man noch nie gehört hat. Yay! Lass uns in die Oasis gehen, da war es cool. Also, grafisch ist der Film eine gesunde Mittelklasse, zum Teil auch ziemlich hochwertig, gerade beim Autorennen in erster Quest. Fand ich ziemlich cool. Später beim großen Kampf Mount Doom. Geht so. Da war es mir zum Teil ein bisschen zu verwischt. Ich weiß nicht, ob es an meinen Augen liegt oder dass die Szene einfach so etwas unscharf war. Da freue ich mich auf die Blu-rays zu gucken. Aber ich muss sagen,
Der Film wusste zu unterhalten, man hat die Spiellänge nicht unbedingt mitgekriegt. Und wie gesagt, wer sich den Trailer angeguckt hat, hat glaube ich schon im Vornherein gemerkt, Fanservice, keine Story, nichts Tiefgreifendes, einfach mal 2 Stunden chillen. Total easy. Ja. Also, wenn ich diesen Film bewerten müsste, gäbe es von mir eine solide 3+. Das Ding ist nicht überragend, es ist kein Überflieger, aber für einen guten Abend mit Leuten, die die 80er, 90er Jahre Film, Musik und Videospielkultur kennen, absolut legal. Das Ding läuft. Ja, jetzt kommen wir zu dem Kapitel, das mir weniger gefällt. Der Buch-Film-Vergleich. Ich weiß, man soll es nicht machen, aber es lässt sich leider nicht ganz von der Hand weisen. Denn das Buch wurde zuerst da. Ich kann ja verstehen, dass man die Quests angepasst hat, um der heutigen Mainstream-Kultur ein bisschen entgegenzukommen. Denn die erste Quest fand auf dem Schulplaneten statt, den wir leider nicht kennengelernt haben, und war eine Referenz auf D&D. Wohlgemerkt, Halliday lebte D&D. Generell liebte Halliday sehr viel, was in dem Film einfach nicht erwähnt wurde. Halliday war der laufende Almanach der Popkultur. Wurde im Buch zumindest 3-4 Mal kurz erwähnt, allein dadurch, dass Wade Watts diesen riesigen Torrent hat, in dem er alles gespeichert hat, was Halliday jemals gelesen hat, gehört hat, geguckt hat oder auch nur erwähnt hat. Hier haben wir einfach nur, ja, Bibliotheken. Überall sind Bibliotheken aufgetaucht, die sind frei für jedermann. Ich meine, es ist natürlich klar, dass ich in einem Kinofilm so etwas wie Torrents nicht bewerben kann. Hallo, Katze zum Zweiten. Aber da hätte man irgendwas anderes machen können. Irgendwie, ja, ich habe eine geheime Datenbank. Aber da wäre auch die Frage gewesen, warum geheim? Wade Watts hat doch keine Probleme. Seine Tante kümmert sich um ihn, gut, sie haben nicht viel Geld, aber sie scheint ihn irgendwo zu mögen. Sie hat einen schlechten Männergeschmack, aber ansonsten, ja. Seine Tante ist mit einer der Gründe, warum Wade Watts keinen Bock hatte auf dieses absolut beschissene Leben in der Realität. Denn seine Tante hat ihn einfach nur benutzt, um Essensmarken zu kriegen. Die haben seinen Scheiß vertickt. Mal ganz ehrlich, das ist eine richtig gute Motivation gewesen, rauszugehen und dieses verdammte Easter Egg zu finden. Hier? Ach ja, es tut mir leid, dass mein Freund dich nicht mag. Er meint das nicht so. Ja, super, mach ihm doch noch was zu essen. Und ich muss sagen, als die Stacks hochgejagt wurden, also dieser Teil, wo Wade wohnte, tat es mir tatsächlich ein bisschen leid. Im Buch habe ich es gefeiert, weil ich dachte, geschieht ihr recht. Jetzt hat Wade einen richtigen Grund loszuziehen. Er hat ja nichts mehr. Hat er in dem Fall auch nicht. Aber auch da, Wade hat die Emotion von einem Backfisch, den man im Kühlschrank vergessen hat. Meine Tante ist. Ich gehe einfach weiter. Gott, so viel Emotionslosigkeit habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wie gesagt, wir haben die Torrents, die fehlen, davon kommt die Bibliothek mit dem Bibliothekar. Der Bibliothekar ist eine coole Idee. Gerade zum Ende hin mit Sean Penn, das Ding hatte was. Aber warum nicht diese riesigen Datenbanken erwähnen, die jeder Ganter besitzt oder besitzen sollte, wenn er es ernst meint? Es fehlt so ein bisschen auch das Zeitgefühl in der ganzen Sache, denn die Easter Eggs wurden nicht innerhalb von einer Woche gefunden. Oder vielmehr die Schlüssel. Das Easter Egg war eine jahrelange Suche. Und ja, Gott, meine Katze ist heute sehr aufmerksamkeitsbedürftig. Wade war nicht sofort dicke mit Artemis oder Shoto und seinem Bruder. Und Frank, da sind auch Ganta real umgebracht worden, die im Ei zu dicht kamen. Ganz ehrlich, warum musste man das weichspülen? Warum musste man sie sofort als Freunde oder als Bekannte, später als eigenen Clan,
klassifizieren. Warum musste man so weich spülen? Wade Watts war ein Einzelgänger. Ja, er hatte seinen Kumpel oder Kumpeline, aber that's it. Wade war kein Sozialtier. Der war froh, wenn er in der Schule das irgendwie hingekriegt hat. Und, wie gesagt, der Schulplanet war der Ausgangspunkt der verdammten Questreihe. Sie haben es komplett nullifiziert. Gut, ich liebe D&D. Insofern finde ich es natürlich noch ein bisschen ärgerlicher, dass das passiert ist. Ja. Und wie gesagt, auch die Chemie zwischen den Charakteren, es funktioniert einfach nicht. Artemis und er sind so. Ja, wir haben die Szene auf bei diesem Disco-Planeten, wo sie ihm dann nochmal kurz erklärt, du, lausche mal. Reale Namen, Scheiße, Privatsphäre, Alter, ich lösche sogar meinen Browserverlauf. Und hier einfach nur, wait, no, it's not good. Ja, super. Und danach eine Rebellion gegen IOI. Ja, du brauchst irgendeinen Gegenspieler gegen den großen bösen Mutterkonzern. Aber eine Rebellion? Echt jetzt? Warum konnten es nicht Einzelkämpfer bleiben? Ey, ihr merkt schon, ich reg mich so ein bisschen drüber auf. Aber das ist auch das Ding, das Buch war jetzt natürlich nur ein Mittel zum Zweck, um diese ganzen Popkulturreferenzen zu tragen. Aber das hat funktioniert. Im Film funktioniert es nicht ganz so gut für meinen persönlichen Geschmack. Ja, ich fand es echt nicht schlecht. Aber es ist auch nicht das Ding aller Dinge. Also, wenn ich das Buch ignoriere, haben wir eine 3+. Wenn ich jetzt diese modifizierte, weichgespülte Show betrachte, optisch immer noch gut. Referenzen? Ziemlich gut. Story? Geht. Story im Verhältnis zur Story im Buch? Oh, jetzt wird's schmerzhaft. Ja. Nicht einfach. Nein, sorry. Aber wenn ich das Buch als Referenz nehme, ich weiß, man soll es normalerweise nicht tun, aber in dem Fall ist es halt nicht ganz unwichtig. Kriegt Ready Player One im Vergleich zum Buch, ganz wichtig zum Buch, eine 4. Es ist leider nur eine 4. Steven Spielberg hat sich Mühe gegeben, aber auch wenn er sich den Autoren ins Boot geholt hat, ist Mühe geben nicht gleichbedeutend mit Erfolg haben. Denn wer Scheiße abschreibt, kriegt auch Scheißnoten. Insofern eine 4 fürs Buch, Filmverhältnis eine 3+, wenn ich das Ganze ignoriere. Wie ist eure Meinung und vor allem, was ist eure Lieblingsszene in diesem Film? Meine ganz klar, The Shining. Aber bei meiner Vorliebe für Horrorfilme soll es an sich klar sein. Und wie gesagt, seine Kumpeline kennt den Film nicht und läuft prompt in die Zwillinge und in die Frau. Alter Falter. Sehr geile Idee. Warworld hätte man vermutlich nicht so gut darstellen können. Aber hey, The Shining hat volle Kanne funktioniert. Das Ding hat richtig Laune gemacht. Naja, gut. Lassen wir es. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Film und nach Schulnoten. Was würdet ihr ihm für eine Note geben? Ich freue mich auf jeden Fall auf die Blu-ray, auch wenn er mich ein bisschen enttäuscht hat. Der Autor soll übrigens angeblich an 2 Fortsetzungsromanen schreiben. Was komischerweise jetzt kommt, nachdem der Film so viel Geld eingespielt hat für ihn. Macht das nur aus Kommerz oder macht das, weil er wirklich eine Idee hat? Was ist eure Theorie? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich werde mich jetzt dran machen, da wir Sommer langsam haben, mich wieder der Trash-Filmkultur zu widmen. Darum, schaltet nächsten Montag ein, wenn wir nach Perfection fahren, um dort die Tremors kennenzulernen. Willkommen im Land der Raketenwürmer. Also dann, immer schön salty bleiben. Und denkt dran, schreibt mir in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat.
Ready Player One, eure Meinung. That's it.